Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Heilige Maria, Mutter Gottes, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Fühl dich doch nicht immer angesprochen mit all dem, was ich sage. Vielleicht haben wir diese oder ähnliche Gedanken schon mal gehört oder haben darauf reagiert, obwohl wir gar nicht gemeint waren. Dieselbe Situation erfahren und erleben und hören wir im heutigen Evangelium. Du, Herr, hast das, was du gesagt hast, nicht zu deinen Jüngern gesagt, sondern zu Menschen, die dir skeptisch oder gar ablehnend gegenüberstehen. Du hältst ihnen diverse Irrtümer vor und stellst Gottes Wahrheit dagegen. In unseren Ohren klingen deine Worte hart und schroff, und mancher ist vielleicht von der Redeweise abgestoßen. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass hinter deinen harten Worten auch deine große Liebe zu allen Menschen steckt. Du, Herr, bist ja nicht in die Welt gekommen, um die Menschen zu verdammen, sondern um sie zu erlösen. Und du willst mit diesen Worten, wie mit all deinen Worten, allen Menschen den Weg der Erlösung weisen, damit sie den bisherigen Kurs ihres Lebens korrigieren und heilig werden können. Bei einigen hattest du damit Erfolg, denn es heißt am Ende, als er das gesagt hatte, glaubten viele an ihn. Nun ist es allerdings so, dass auch bei uns Christinnen und Christen sich immer wieder Irrtümer und Vorurteile über dich, Herr, und den christlichen Glauben einschleichen. Das ist nur allzu menschlich. Insofern gehen uns deine Worte doch etwas an. Und insofern gelten sie eigentlich doch auch uns. Deine Worte, Herr, können uns bei drei Dingen helfen. Zum einen uns selbst recht zu erkennen, zum anderen dich recht zu erkennen und als letztes dir zu vertrauen. Kommen wir zum Ersten. Was lehrst du hier, Jesus, dass wir uns selbst recht erkennen? Du lehrst uns, unsere Stellung gegenüber Gott richtig einzuschätzen. Während der himmlische Vater und der eingeborene Sohn von oben sind, sind wir von unten. Du, Herr, sagst, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Gott ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Gott ist heilig und gerecht, wir sind Sünder. Gott ist Licht und manchmal tappen wir im Dunkeln. Gott ist ewig, wir sind vergänglich. Zugegeben, das hören wir nicht gern. Besonders in der heutigen Zeit ist vielen eine Unterscheidung in oben und unten zuwider. Und wenn man sie doch realistischerweise anerkennen muss, dann ist man den Oberen gegenüber sehr skeptisch. Vorgesetzte, Regierende und die Ausführungsorgane der Staatsgewalt werden vielfach nicht mehr mit dem gebotenen Respekt behandelt, sondern oftmals beschimpft und für alle möglichen Missstände verantwortlich gemacht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Da ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, auch dem Höchsten gegenüber misstrauisch zu sein und ihm die Schuld für alle Leiden und Probleme dieser Welt in die Schuhe zu schieben. Oder man leugnet kurzerhand, dass es diesen Höchsten überhaupt gibt und hält das Leben für ein chaotisches Gewimmel des Zufalls ohne klare Unterscheidung von oben und unten. Oder man flüchtet sich in esoterische Vorstellungen, dass Schöpfer und Geschöpfe untrennbar in ein Ganzes verwoben sind, dass letztendlich jedes Geschöpf göttlich und Gott geschöpflich ist. All diesen Irrtümern erteilst du, Herr, eine Absage, wenn du bezeugst, ihr seid von unten her, ich bin von oben. Dass wir als Geschöpfe unter dem Schöpfer stehen, erklärt aber noch nicht alles. Der Allmächtige hat dem Menschen am Anfang seine Ewigkeit in die Seele gelegt. Aber der Mensch hat diese göttliche Ewigkeit durch eigene Schuld verloren. Mit der Sünde ist der Tod zum Menschen gekommen.
Unser Geschöpfsein ist seitdem mit dem Vergänglichsein verbunden. Du, Herr, sagst uns, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Auch das ist eine Erkenntnis, die viele Menschen nicht wahrhaben wollen. So glauben auch heute noch viele Menschen unbelehrbar an das Wahre, Gute und Schöne, das im Mensch von Natur aus drinstecke und sich aus eigener Kraft entfalten könne, wenn nur die Umweltbedingungen stimmten. Die Lehre der von Adam her geerbten Sünde dagegen wird als überholt zurückgewiesen. Dass der Mensch sterblich ist, an dieser Erkenntnis kommt allerdings niemand vorbei. So deutet man denn den menschlichen Tod flugs als etwas ganz Natürliches, fast Harmloses, das eben nun mal zum Leben dazugehört. Aber wer die Welt mit offenen Sinnen wahrnimmt und wer noch in der Lage ist, auf sein Gewissen zu hören, der lässt sich durch solche Irrtümer nicht verführen. Er muss dir, Herr, und der Heiligen Schrift Recht geben. Der Mensch ist von unten. Der Mensch ist auch ein Sünder und der Tod ist die schreckliche Folge davon. Kommen wir zum Zweiten. Was sagst du, Herr, hier über dich selbst, damit wir dich recht erkennen können? Du lehrst, dass du von oben gekommen bist. Mit anderen Worten, du bist vom Himmel herabgekommen, vom allmächtigen Vater. Du, Herr, bist göttlich, nicht geschöpflich. Die ganze Heilige Schrift lehrt das und die ganze Christenheit bekennt das seit fast 1700 Jahren mit den Worten des nizänischen Glaubensbekenntnisses. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Du, Herr, hast das von Anfang an über dich selbst bezeugt, über viele Menschen, aber viele Menschen haben das nicht verstanden, damals wie heute. Sogar Menschen, die sich Christen nennen und sogar kluge Theologen. Sie meinen, Jesus, du Herr, seist einfach ein besonderer Mensch gewesen, den Gott vielleicht später als seinen Sohn adoptiert habe oder der später von der christlichen Gemeinde die Würde der Gottessohnschaft zugesprochen bekam. All diesen Irrtümern erteilst du, Herr, eine klare Absage und bezeugst von dir, ich komme von oben, Herr. Ich bin von Anfang und von Ewigkeit her göttlich. Ferner lehrst du über dich, dass du auf Erden nichts anderes tust und lehrst, als was dem Himmel des himmlischen Vaters entspricht. Du bezeugst, der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Der mich gesandt hat, ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm gefällt. Der himmlische Vater und der eingeborene Sohn gehören so eng zusammen, dass kein Blatt Papier zwischen sie passt. Darum kann niemand dich, Herr, recht erkennen und nachfolgen, der nicht den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs als den einzigen wahren Gott akzeptiert, den Gott der Heiligen Schrift, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und umgekehrt, niemand kann diesen einen wahren Gott recht erkennen, der nicht auf dich, Herr, hört und der dich nicht als den eingeborenen Sohn des Vaters annimmt, der vom Himmel gekommen ist. Auch in dieser Hinsicht drohen immer wieder menschliche Missverständnisse, den Blick zu verstellen. Aus einem falschen Toleranzverständnis heraus meinen einige, es sei letztendlich egal, ob man mit oder ohne dich, Herr, an Gott glaubt. Schließlich lehrst du, Herr, über dich, dass du nach deinem irdischen Erlösungsweg zum himmlischen Vater zurückkehren wirst. Dieser Erlösungsweg findet seinen Höhepunkt am Kreuz, wo du, Herr, die Sündenschuld der ganzen Welt auf dich genommen hast. Du selbst hast das immer wieder deine Erhöhung genannt. Bemerkenswert ist dabei, dass es menschlich gesehen eigentlich ein Tiefpunkt war. Die Stunde tiefster Erniedrigung und größter Hilflosigkeit. Aber gerade so hat es Gott gefallen, die Welt zu erlösen, unter dem Zeichen des Gegenteils. Erst zu Ostern, bei Christi Himmelfahrt und zu Pfingsten wurde dieser Sieg für uns Menschen erkennbar. Darum hast du, Herr, angekündigt, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen,
dass ich es bin und nichts von mir selbst tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Auch hier kommt der menschliche Irrtum in die Quere. Die damaligen Hörer fragten, will er sich selbst töten? Und heute meinen viele, du Herr wärest gar nicht bewusst auf deinen Kreuzestod zugegangen, sondern du seist einfach von deinen Feinden überwunden worden und nachträglich habe man das als einen Sieg verkauft. Auch deine, die Auferstehung und Himmelfahrt stoßen auf Skepsis und Leugnung. Deine eigenen klaren Worte, Herr, und das ganze Zeugnis der Heiligen Schrift und so vieler Heiliger sagen allerdings etwas anderes und decken diese Irrtümer auf. Kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt. Wenn wir von dir, Herr, lernen, uns selbst und dich recht zu erkennen, dann führt uns das zum Vertrauen. Wir erkennen uns selbst als Geschöpfe von unten. Wir erkennen dich, Herr, als Gottes eingeborenen Sohn, den der Schöpfer von oben gesandt hat, um uns von der Sünde und vom Tod zu erlösen. Wir hören schließlich die wunderbare Verheißung des Evangeliums, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer dir, Herr, vertraut, der gewinnt zurück, was die Menschheit selbst verschuldet verloren hat. Das ewige Leben in Gottes Gegenwart, in Gottes Licht. Von sich aus kann kein Mensch von unten nach oben kommen. Keiner kann sich zu Gott emporarbeiten, wie du es einst gesagt hast. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Aber der, das sagte, hat dann selbst dafür gesorgt, dass das kein unabänderliches Schicksal bleiben muss. Du hast dich für uns aufgeopfert. Du, Herr, schenkst uns deine Gerechtigkeit. Du, Herr, ziehst uns nach oben, dahin, wo wir aus eigener Kraft niemals hingelangen können, in Gottes Reich und ins ewige Leben. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebung, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Heilige Maria, Mutter Gottes, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.